Hallo, mein Name ist Andreas Schuh. Ich bin Bereichsleiter Kanalservice im Hause Doll. Wir befinden uns hier in Lindau am Bodensee bei einer Kanalsanierungsmaßnahme. Grund für die Sanierung ist, dass die Kanäle aufgrund von Fruchtsäuren hier in Lindau korrodiert sind und dann im Inliner-Verfahren saniert werden. Wir müssen hier aufgrund der Obsternte, die jetzt eben beginnt und auch im August schon abgeschlossen ist und hier sehr viel Abwasser dann läuft, 1500 Meter Kanäle einbauen. Dafür prädestiniert ist eben das Inliner-Verfahren. Wir machen hier einen glasfaserverstärkten Liner, den wir einbauen und härten mit UV-Anlage aus. Kosten nutzen natürlich deutlich billiger oder deutlich effizienter auch, als wenn man das jetzt in der offenen Bauweise machen würde. Daher dieses Inliner-Verfahren. Hallo, ich bin der Philipp Zwiener, bin Bauleiter bei der Firma Dorr im Bereich der Kanaltechnik, zuständig für die Schlauchlinersanierung. Als erster Schritt vor der Kanalsanierung muss der Kanal gereinigt werden. Einfach, damit ich ein klares Bild von dem Kanal für die TV-Inspektion danach habe. Dazu kommt ein Spülwagen mittels Wasserrückgewinnung. Der hat eine Düse drauf, die wird mit Wasserrückstrahl durch den Kanal gespült. Beim Zurückziehen des Schlauchs reinigt die Düse die Kanalwand. Ein kleiner Roboter fährt mittels Fahrwagen durch den Kanal. Daraufhin erfolgt eine Auswertung der Protokolle bezüglich des Zustands des Kanals und welche Art von Schlauchliner eingebaut werden sollen. Wenn es dann zum Einbau geht, erfolgt zuerst eine nochmalige Reinigung und daraufhin wird eine Wasserhaltung über die komplette Strecke aufgebaut, damit der laufende Betrieb nicht gefährdet wird. Die Wasserhaltung bedeutet, dass wir überirdisch Rohrleitungen verlegen, die den laufenden Betrieb der Abwasserleitung gewährleisten. Das heißt, wir sperren den Kanal vorne und hinten mittels Blase ab und leiten über eine Pumpe und unseren extern verlegten Rohren das Abwasser überirdisch weiter zum nächsten gelegenen Schacht, leiten dort wieder ein. Die Schutzfolie wird vor der Sanierung eingezogen, um den Liner vor Beschädigungen zu schützen. Der Schlauchliner wird in einer Holzkiste maßgefertigt mit dem passenden Durchmesser und der bestellten Wandstärke geliefert. Um eine bessere Kontrolle über den Einzug des Schlauchliners zu haben, benutzen wir ein Förderband. Damit lässt sich die Geschwindigkeit separat steuern und der Schlauchliner wird gleich vorab gefalten. Vor dem Einbau des Schlauchliners werden die Anschlüsse mittels Fräsroboter eingemessen. Diese Protokolle werden dann mit den TV-Protokollen verglichen und ich habe den genauen Punkt des Anschlusses. Nach dem Einbau des Schlauchliners wird der Fräsroboter wieder eingesetzt und zu dementsprechender Position bewegt und fräst dann den Anschluss wieder frei, sodass der Ablauf gewährleistet ist. Unsere Lichterkette härtet den Schlauchliner aus mittels UV-Strahlern. Hierzu gibt es verschiedene Radsätze für den dementsprechenden Durchmesser des Kanals. Diese müssen jedes Mal vor der Sanierung neu eingesetzt werden. Die Lichterkette wird daraufhin mittels Motorwinde zum gegenüberliegenden Schacht gezogen und fährt dann selbstständig zurück. Dabei härtet sie den kompletten Schlauchliner mit ihrer UV-Strahler aus. Insgesamt werden hier 1500 Meter Schlauchliner verbaut. Das Ganze sollte innerhalb von 12 Tagen passieren. Der große Vorteil, ich bin, so wie ich da bin, auch schon wieder weg. Und der Kanal hält. You are